Freitagnachmittag, 21. September, Sommerfest beim Pizzabäcker Hasa in Burg. Man erwartet prominenten Besuch. Sie sind da. Und da kommen sie auch schon, unsere Bundesliga-Handballer. Die Hasa-Geschäftsführer Andreas Czajka und Holger Pitsch hatten viele Hände zu schütteln. Meine Herren, herzlich willkommen bei der Hasa, ja, dass ihr das möglich gemacht habt. Hier erwartet Sie eine Menge neugierige Fans. Alle lieben Sie, den SDR. Und alle freuen sich darauf, mal die Stars auch mal live zu erleben. Ja. Herzlich willkommen! Gastgeschenke werden ausgetauscht. Und die Versorgung ist bestens. Und wir nutzen die Chance für ein paar Gespräche. Ich bin jetzt schön, dich hier bei der Hasa zu sehen. Letztes Spiel gab es eine sehr unschöne Szene, die uns hat die Luft anhalten lassen. Dieses Foul, wie geht's dir? Sehr gut, alles wieder gut. Also ich habe noch ein bisschen beim Ellenbogen Probleme, da ich irgendwie unglücklich gestürzt bin. Aber im Kopf gar keine Nachwehen. Alles gut überstanden. Was hast du denn selber mitbekommen von der Geschichte? Herzlich wenig. Ich habe einen Einschlag gespürt und danach waren die Lichter aber auch schon aus. Ja, also das ist auch ganz gut so. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich denke so ein, zwei Minuten. Also Hoffi meinte, sie hat mich mit Schlägen ins Gesicht wiedergeholt. Davon wusste ich gar nichts. Ich dachte erst, sie will mich so ein bisschen veräppeln, aber scheinbar mein Spieler haben mir gesagt, auch Ivan hat mir gesagt, nee, er hat schon geklatscht. Also hat sie schon gemacht. Aber Adrenalin war wahrscheinlich doch noch ganz schön da, denn was ist ja doch so wütend, ne? Ja klar, ich habe den Blut in der Hand gemerkt und dann warst du wütend, aber ich wusste ja nicht, wer es war. Ich habe den Falschen noch angesprochen und habe gesagt, das ist okay. Ich wollte auch gerne noch mal aufs Feld eigentlich, ich wollte weiterspielen, habe mich gut gefühlt. Aber Hoffi hat gesagt, er hat so einen Pupillentest gemacht oder meine Pupillen nicht ganz ihrem Finger gefolgen können. Und hat gesagt, naja, war wohl besser, dass ich den sein lassen habe. Gut, aber jetzt gegen Kiel bist du wieder dabei. Ja, ich muss gucken, wenn der Ellenbogen mitmacht und ich nicht werfen kann, ich will es Sonntag mal probieren. Ich habe viele Spritzenbehandlungen bekommen. Dann würde ich mich freuen. Kiel ist immer eine feine Sache. Ein schönes Publikum, ich freue mich drauf. Kiel ist gut. So, und wer ist nun von euch der größte Pizza-Esser? Also, Pizza weiß ich nicht, aber Gary ist mit Sicherheit der beste Zeichner in unserer Mannschaft. Er hat, wenn wir hier einmal den Kollegen Landsberg hier mal in die Kamera halten, der alte Teufel. Ja, also wenn man sich dieses... Ja, nicht schön, aber seltenes Kunstwerk betrachtet, denn glaube ich, ist es besser, wenn er lieber am Tor steht. Also das war jetzt ein echter Gary. Das ist ein echter Gary, der wird später viel Geld wert. Und nicht, weil Kiel drauf steht. Okay, weißt du was, ich nehme den jetzt mit. Vielleicht verlosen wir den zum Ende der Saison. Okay. Das ist gut. Spricht aber trotzdem alles in einem für eine super Stimmung in der Truppe. Ja, wir haben morgen frei. Also, wir haben quasi zwei Tage Urlaub, wenn man das so will. Wir haben morgen Vormittag frei und morgen Nachmittag frei. Und zwei Tage für uns, so wie es bei uns gerechnet wird. Und wir sind jetzt schön satt gegessen, dank der Hasa. Und es freut uns. Und satte Krieger sind zufriedene Krieger. Und es gab nicht nur Pizza. Nee, es gab nicht nur Pizza. Die Ratswaage hat uns hier auch ein paar andere Sachen aufgetischt und es war ganz lecker. So, jetzt fahrt ihr ja dann zu einem recht schweren Gegner. Habt ihr euch da schon so mental, trainingsmäßig drauf eingestellt? Ja, wir haben die Woche schon in die Richtung trainiert. Und die direkte Vorbereitung beginnt dann am Sonntag und geht dann Montag weiter. Wo wir dann im Detail uns taktisch darauf einstellen, was wir wie machen wollen. Und dann wollen wir am Dienstag schauen, was am Ende bei rauskommt. Naja, die Füchse haben gezeigt, da geht was. Und immerhin wart ihr der Gegner, der letzte Gegner, der Kiel besiegt hat. Das habe ich vor zwei Tagen auch schon gehört. Und vielleicht können wir ja die nächste Serie brechen. Ja. Autogrammjäger kommen auf ihre Kosten. Kennenzulernen und so, es ist ganz spannend. Und Handballfan schon immer oder jetzt neu geworden? Nee, erst seitdem ich in Magdeburg wohne. Genau. Es entstehen noch mehr echte Kunstwerke. Aber es ging auch um solide Zukunftsarbeit des SC Magdeburg.
Die Haser GmbH verlängert vorfristig ihr Engagement beim SCM und gibt somit dem Club Planungssicherheit. Ganz toller Moment, neuer Vertrag unterschrieben, vorfristig verlängert. Warum, weshalb, weswegen? Naja, es ist für einen Verein wie den SCM nicht einfach, in diesen Ligen zu bestehen. Und für uns ist es wichtig, auch langfristig diese Zusammenarbeit zu dokumentieren, auch gegenüber allen Beteiligten. Der Verein macht über eine lange Zeit hervorragende Arbeit, muss selber auch langfristig planen. Und insofern wollen wir auch gerne mit gutem Beispiel vorangehen, dass wir auch langfristig zu diesem Verein uns bekennen. Das sind ja eine ganze Menge gute Zeichen, die im Moment vom Club kommen. Auf jeden Fall. Der heutige Tag ist sehr wichtig für uns. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir weiter kontinuierlich an unserer wirtschaftlichen Basis arbeiten. Und die Haser ist seit 3 Jahren ein verlässlicher und großer Partner von uns. Und insofern freuen wir uns sehr, dass wir jetzt um ein weiteres Jahr verlängern konnten. Und ja, ich glaube, hier ist ein Unternehmen entstanden mit 140 Mitarbeitern, ist ein Leuchtturm auch in der Region, was die Arbeitsplätze angeht. Und wir versuchen, der Leuchtturm der Sportliche zu sein. Und das passt sehr gut zusammen. Und insofern ist es heute ein sehr guter Tag auch für den SC Magdeburg. Leuchtturm, gutes Stichwort. Die Fans freuen sich, dass es diesen Leuchtturm gibt und fragen natürlich glatt, welche Lichter werden in der nächsten Zeit noch angehen? Ja, ich denke mal, wir müssen vorsichtig bleiben, wir müssen Schritt für Schritt wachsen. Also wir sind natürlich sehr froh über die Verpflichtung von Michael Haas in der letzten Woche, aber das ist jetzt nicht, dass im Wochenrhythmus solche Entscheidungen bekannt gegeben werden. Das war ein sehr großer Kraftakt und wir wollen weiter wachsen. Es steht jetzt in den nächsten Wochen nichts an und wie gesagt, lieber Schritt für Schritt, auch mal einen Schritt zur Seite machen, denn wenn man zu schnell nach oben steigt, dann knallt es auch sehr schnell wieder runter und wir wollen langfristig den Verein wieder oben etablieren und heute ist ein guter Tag dafür. Noch einmal gibt es die begehrten Autogramme und dann geht es ab in das Wochenende.